Zur aktuellen Stunde gibt es eine krasse Wendung. Das FBI identifiziert den Schützen als Thomas Matthew Crooks. Es ist nicht Mark Violetz, es ist nicht dieser Antifant, der hier im Raum stand. Das gescheiterte Attentat auf Donald Trump, es geht um die Welt. Wir haben hier jetzt Bilder vom Scharfschützen etc. Es ist wirklich ein interessanter Fall. Bleibt dran, es wird wirklich spannend heute. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Die Nacht war lang, die Nacht war kurz, der Morgen war früh, je nachdem wie ihr wollt. Jetzt gerade während der Aufnahme des Videos kommt herein, FBI identifies Trump Rally Shooter as Thomas Matthew Crooks. Das Attentat in Pennsylvania auf den Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Es gibt hier wirklich inzwischen hunderte, wenn nicht gar tausende Bilder und Videoaufnahmen aus allen Blickwinkeln. Das FBI hat extra eine Upload-Seite geschaltet, damit die Leute alle ihr Video- und Bildmaterial hochladen, denn es gibt von dem Schützen selbst beim Schießen keine direkte Aufnahme, denn er hat auf einem Dach gelegen. Ich zeige euch jetzt hier zunächst erstmal, währenddem Trump spricht und dann die Schüsse fallen. Schaut euch das mal kurz an. And you know, that's a little bit old, that chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's sad, take a look at what happened. Ihr habt den Scharfschützen auf dem Dach gesehen. Er zielt die ganze Zeit in diese Richtung. Und dann auf einmal merkt er, da ist was. Er guckt kurz neben dem Fernrohr vorbei und dann erschießt er den Attentäter sofort. Wie kann er ihn hier übersehen haben? Ich zeige euch jetzt mal aus einer anderen Perspektive, wo er auf einem Dach gelegen hat. Lass es neben mir weiterlaufen. Währenddem das Kamerabild gerade verwackelt ist, sind die Schüsse gefallen. Und er liegt zwar auf einem Dach, und zwar auf der abfallenden Seite. Ja, es ist wirklich nicht so einfach zu sehen. Aber der Scharfschütze auf dem anderen Dach, er verändert ja seine Position gar nicht, um ihn zu erschießen. Und wenn er die Position nicht verändert, dann hätte er ihn auch vorher schon sehen müssen. Dazu kommen jetzt selbstverständlich Berichte von Teilnehmern an dieser Wahlkampfveranstaltung, die einen barfüßigen Mann beschreiben, der auf dieses Dach geklettert ist mit einer Waffe. Diese haben gegenüber BBC die Aussage getroffen, sie haben gar nicht verstanden, warum Präsident Trump noch auf, also Präsident Trump, der zukünftige US-Präsident aller Voraussicht nach Trump, hier auf der Bühne steht und die Veranstaltung nicht abgebrochen wurde, beziehungsweise es war erkennbar kein Mensch des Secret Service. Secret Service für die Sicherheit hier von Donald Trump zuständig. Da wird es viel Aufklärungsarbeit geben, die man leisten muss in den USA, wie das hier passieren konnte. Es gibt jetzt hier auch ein Foto. Da ist nebendran, ich zoome mal ran, angeblich der Schusskanal fotografiert worden von einer Kamera. Weil inzwischen die Kameras so gut sind und so viele vor Ort sind, hält das niemand für ungewöhnlich. Allerdings vergessen die Leute, dass hinter Präsident Trump ein Autokran mit einer großen Amerika-Flagge stand. Das Foto hier mit nur blauem Himmel, ich halte das für eine Manipulation, aber das werden wir noch herausfinden. Präsident Trump hat seinen Kopf gedreht bei der Rede. Also der Schuss zielte wohl direkt in den Hinterkopf. Er wäre sofort tot gewesen. Er hat auch gerade eine Grafik gezeigt, kurz bevor der Schuss fiel, wo es um die illegalen Einwanderer in die USA ging und wie schlimm doch die Zahlen unter Präsident Biden explodiert sind im Vergleich zu Donald Trump. Ich habe das schon einmal in einem Video erwähnt, dass das Schlimmste, was den USA passieren kann, nicht, dass einer dieser beiden alten Männer zum Präsident gewählt wird, egal ob Biden oder Trump, sondern wenn einer von ihnen im Wahlkampf erschossen wird. Und jetzt haben wir einen Attentatsversuch auf Donald Trump gehabt und ich bin gespannt, der Spiegel hat nur gesagt, wie war es? Nach einem Knall hatte Präsident Trump etwas Blut am Ohr. Das ist ein Mordversuch auf einen US-Präsidentschaftskandidaten, ein Attentatsversuch. Das letzte war 1981. Ich bin gespannt, was am Ende hierbei herauskommt. Wir gucken uns jetzt aber nochmal die Szene an, komplett, wie Donald Trump es merkt, nach unten geht und wie der Secret Service reagiert. And look what happened to our country. Probably 20 million people.
And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that said, take a look at what happened. Oh. Okay, we are watching live at a rally in Butler, Pennsylvania, where former President Trump was speaking on the stage. There has been some kind of disturbance that clearly sets law enforcement and Secret Service into motion, immediately jumping around the former president in a protective mode. The crowd has been screaming. They are standing by. You can hear some voices there saying, are we ready to go? Are we ready to go? We are looking at President Trump. This does not look good. I'm going to be honest with you, from what we can see right here, it looks like they are attempting to move him out, that he may have been injured. He is holding up his arm. He is pumping his fist, but clearly Secret Service wants to get him out of this situation. Ganz klassisch Präsident Trump. Er hat dann nochmal gezeigt, wie es um ihn steht, wie es ihm geht. Was ich allerdings überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist, der Secret Service, selbstverständlich, sie legen sich schützend auf ihn, aber das war jetzt eine sehr, naja, unübliche Reaktion, sagen wir mal so. Also ihr müsst euch mal vorstellen, die reagieren nicht viel anders da, wie wenn das am Ende der Präsident selbst ist. Ja? Also Schutzlevel kann man vergleichen vielleicht mit Vizepräsidenten-Schutzlevel. Ja? Also die nehmen das schon sehr ernst, ja. Code Blue ist das Wort, ja. Blue, Blue, Blue ist, wenn ein Schusswaffenangriff eben auf die Zielperson stattfindet. Jetzt gab es hier diesen Angriff und es gab relativ kurze Zeit später Shooter Down, Shooter Down. Das hört man auch auf einem der Videos und das war vom Secret Service. Der Scharfschütze meldete Shooter Down. Normalerweise sollten Sie, wenn Sie Shooter Down registriert haben, sofort in den Wagen gehen. Und dann gehen die Alarmpläne los. Nein, hier, Trump reckt nochmal die Faust nach oben und sie sind relativ zögerlich. Sie sind echt zögerlich. Keine Ahnung, ob sie einen zweiten Schützen noch gesucht haben oder ob sie davon ausgegangen sind. Allerdings sind Evakuierungsmaßnahmen des Secret Service auch deutlich schneller. Also es geht deutlich schneller teilweise. Ja, die Männer sind inzwischen alt, aber ich war etwas verwundert über diese Reaktion, dass man doch noch so lange auf der Bühne dort ausharrte, ohne dass die Situation annähernd geklärt war. Also normalerweise kenne ich das so, ne? Schüsse fallen alle runter, alle drauf auf den Präsidenten, schützen, sobald Shooter Down ist, wird dann mit Mann an Mann, Rücken an Rücken mit Schusswaffen zur Verteidigung der Weg direkt in den Wagen und dann los geht's und zwar dann direkt los, die sind hier auch zum Krankenhaus gefahren. In der Regel bei einem richtigen US-Präsidenten steht dann wahrscheinlich auch irgendwo der Hubschrauber. Marine One und dann geht's los. Ja. Jetzt gerade während der Aufnahme des Videos kommt herein, FBI identifies Trump Rally Shooter as Thomas Matthew Crooks. Zur aktuellen Stunde gibt es eine krasse Wendung. Das FBI identifiziert den Schützen als Thomas Matthew Crooks. Es ist nicht Mark Violetz, es ist nicht dieser Antifant, der hier im Raum stand. Das Internet hat das Nachrichtenvakuum, weil das FBI keine Meldung dazu gegeben hat, gefüllt mit Conspiracy, also wirklich mit Verschwörungstheorien. Da werden Bilder herumgereicht von einem italienischen YouTuber anscheinend. Ich bin gespannt, was das noch für Konsequenzen hat. Ansonsten schaut euch das Video an. Es gibt hier während der Aufnahme dieses Videos die ganze Zeit neue Informationen. Lasst euch davon nicht verwirren, das wird noch den ganzen Tag so gehen. Wie gesagt, Trump Rally Shooter Thomas Matthew Crooks. Bild ist noch keins dazu veröffentlicht, aber das wird sicher in der Kürze der Zeit bald folgen. Ach, abonniere mich jetzt inzwischen auch bei X, bei Telegram und kommentiere das Video. Abonniere auch hier den Kanal.
verpasst du mich nicht mehr. Und damit, ciao, bis bald.